Was darf natürlich auf einem Metal-Festival nicht fehlen? Das Mittelalter. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber das es ist diese da. Diese Biermarke, wo man heutzutage trinkt. Ja, das kommt sogar aus unserer Gegend. Wir sind nicht aus Karlsruhe. Ja, ja, Schwarzwald. Ja, super. Hier trifft man sogar nette Bekannte aus der Heimat. Kalifornien. Super, vielen Dank. Ja, zurück zum Thema. Ja, das war eigentlich auch das Thema. Bier trinken, viel Alkohol konsumieren, sowas ist hier gang und gäbe, auch auf dem Mittelaltermarkt, dem sogenannten Buckinger Village. Ja, ich gebe zu, ich habe gerade da oben gespickt, aber man kann sich ja nicht alles merken. Hier gibt es Biertavernen, Metschenken und jetzt gerade, wo ich hier so viel erzähle, merke ich, ich habe so einen richtig trockenen Hals. Und da Sie ja jetzt leider nicht da sind, werde ich für Sie mal hier einiges ausprobieren, um festzustellen, ob man sich sowas mal zumuten kann. Sie vielleicht nächstes Jahr hier? Hm? Wieso nicht? Kommen ja genug. Also kommen ja noch andere. Kommt ja jeder her. Ja, und ich glaube, das Beste wird sein, wir schreiten zur Tat und ergeben uns den Genussfreunden des Alkohols. Wir schauen mal hier rum, wer hier arbeitet, was er ausschenkt und ob er damit überhaupt glücklich wird. Dankeschön. Was darf auf einem Mittelaltermarkt nicht fehlen? Richtig, Dudelsäcke. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber sie sind da. Und auch einige erbarmen sich dieser wunderbaren Melodien und stehen sogar schon an für das nächste Konzert. Ja, im Verhältnis zur gesamten Besucherzahl doch eher mau, aber sie haben ja noch nicht angefangen. Die Massen werden gleich hier reinströmen und von daher bringen wir uns jetzt auch besser gleich mal in Sicherheit. Achso, wir wollten ja was trinken gehen für Sie, meine Damen und Herren. Ich bin schon unterwegs. Wollen wir gerade ein Interview machen? Für wen, für was und warum? Das ist SMF, Saltatio Mortis Fernsehen. Es wird in einem Podcast dann ja, alles gestimmt. Ja, genau. Alles für die Band. Ja. Ja. Herr Heim, sind wir schon auf Sendung? Alles klar. Ich befinde mich jetzt hier immer noch auf dem Mittelaltermarkt und zwar mit dem Jan. Hallo Jan, wie gefällt es dir denn hier? Immer super, gleiches Gefühl jedes Jahr, super. Was trinkt man denn hier so? Met. Und schmeckt das? Das schmeckt super. Willst du Schluck? Oh gerne. Ich muss das ja mal für unsere Zuschauer probieren, die leider nicht da sein können. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ne? Schmeckt gut. Ja, nicht zu süß, nicht zu herb. Genau richtig bei dem Wetter, oder? Ist ein bisschen warm geworden inzwischen übrigens. Ja, ich habe gehört, es soll eigentlich regnen noch bis Dienstag. Warte kurz. Na, ich glaube, es scheint die Sonne. Ich glaube auch. Und in meinem Herzen lacht die Sonne auch gerade und die Leber. Und deswegen, Jan, was kann man hier noch so Leckeres trinken? Hier? Oh. Ja, ja, du musst weiter probieren. Ja, danke. Ja. Sehr lecker, sehr lecker. Ja, nun, ja, kann man ja nichts falsch machen hier, ne? Nie. Ja, ich weiß nicht. Wie findest du denn hier die Bierpreise? Findest du die angemessen? Die Bierpreise sind eigentlich nicht angemessen. Ich will ja nichts sagen. Aber für eine Maß 8,50 zu nehmen plus 3,50 Pfand, das ist nicht angemessen. Die wollen hier auch ihre Preise machen. Das nützt alles nichts. Ja, müssen wir durch, ne? Ja, man muss da durch. Das ist normal bei so einem Festival, das ist einfach normal. Und da muss man einfach Bier trinken und Bier trinken ist wichtig. Und da ist es egal, wie viel Bier kommt. Genau. Meine Mutter hat früher auch immer gesagt, Bier trinken musst du, dass du gesund bleibst. Und ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal ein Schlückchen genehmigen mit den netten Herrschaften hier. Mal schauen. Und er gönnt jetzt hart mit uns ein. Und wenn er nicht mit uns trinkt, dann trinkt er doppelt mit uns. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Danke. Ich bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt.
Oh, sehr erfrischend. Etwas süß für meinen Geschmack. Ich bin eher so der herbe Typ.